I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss on holiday, but I can't stop staring at your face. Hi und willkommen zu Vlogmas Day Number 4. 5. Oh mein Gott, 5. What the fuck? Wie schnell ging das jetzt vorbei? Ich bin gestern mit nassen Haaren eingeschlafen, weil ich einfach keine Energie mehr hatte, die jetzt noch zu föhnen oder sonstiges. Und jetzt sind die einfach komplett strubbelig und was weiß ich was. Ich versuche die jetzt mal zu kämmen. Das Spray, was ich gerade benutze, muss man eigentlich nasse Haare tun. Das ist dieses Spray hier. Das habe ich von meinem Friseur zum Durchkämmen. Das ist das Beste. Ich versuche mal, weil ich habe gestern auch noch eine Maske reingemacht. Oh. Ich habe gleich auf jeden Fall einen Nageltermin, worauf ich mich freue. Ich bin ja momentan ein Fan von kurzen Nägeln, wie ihr seht. Also wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich XXL-Nägel immer habe. Ich bin momentan Team Kurz und werde jetzt auch noch kurz bleiben. Werde die, glaube ich, schwarz machen. Ja, ich finde schwarz cool. Sonst wird es eh wieder pink und darauf habe ich gerade keinen Bock. Naja, auf jeden Fall nehme ich euch mit. Ich suche gerade nur mein Haarband. Ich hasse es, Sachen zu suchen. Aber ich suche immer nach Sachen. Hier sind nichts. Auch nicht. Ach Mann, oh. Das würde mir jetzt echt einiges erleichtern, wenn ich das finden würde. Ich verstehe halt nicht, wie Sachen verloren gehen können in der Wohnung. Es will nicht getragen werden von mir. Deswegen scheiß drauf. Eigentlich nicht, aber ich habe jetzt keine andere Wahl. Vielleicht finde ich es ja noch. Okay, schade, dann muss ich jetzt interpretieren. Ich habe noch 15 Minuten. Fuck my life. Die Haare sind ja nicht mehr trocken. Das ist das Problem. Leute, wiedergefunden. Nach nicht nur einer Minute. Danke dafür, für jeden, der gehofft hat, die jetzt finden. Ich würde mich jetzt schnell fertig machen. Ich werde jetzt kein richtiges Make-up drauf machen. Da habe ich einfach keinen Bock zu. Ich werde einfach Rouge benutzen und Bronzer. Wie geil sehen die Wimpern bitte aus? Die sehen richtig fancy aus. Ich kenne die Marke gar nicht. Ibra. Muss ich mal auf jeden Fall ausprobieren. Die sehen auf jeden Fall super nice aus. Auch neue Pinsel von denen. Richtig geil. Ist das ein Highlighter-Pinsel? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Pinseln überhaupt nicht aus. Das Ganze wird jetzt auch ganz schnell gehen. So, ich bin ready. Ich habe jetzt mal was probiert. Und zwar habe ich Augenbrauen-Setter, so ein Augenbrauen-Gel für meine Wimpern benutzt. Damit das ein bisschen natürlicher aussieht und vielleicht halten sie ja. Ich gehe jetzt los. Mein Buddy ist übrigens vom Jumeirah Store. Die pinke Hose ist von Pretty Little Thing. Mhm. Ja. Immer noch ein bisschen unzufrieden mit meinen Haaren. Muss noch Wäsche aufhängen. Und dann sehen wir uns gleich im Auto. So, für mich geht's jetzt los. Was soll ich sagen? Ich würde irgendwas sagen. Hab's vergessen, aber ich weiß nicht, ob ich gut in der Zeit bin oder nicht, aber ich muss auf jeden Fall noch zur Bank. Das steht fest. Let's go. Das sind übrigens meine Nägel vorher. Für die, die es interessiert. Pink. Baby Pink. I love it. Ich liebe Pink. Yes. Jetzt kommt wieder der Part mit dem Tanken. mit dem Parken. Und ich bekomme schon langsam wieder Panik. Ganz ruhig, Jasmin, du schaffst das. Ich weiß auch nicht, warum das immer so ist. Und hier ist jetzt auch nichts frei, super. Hier ist eigentlich immer was frei. Okay, ich habe jetzt in so einem Parkhaus mäßig geparkt, also auf so einem privaten Parkplatz. Und ja, ich bin ein bisschen zu spät, deswegen beeile ich mich jetzt. Ich bin wieder zu Hause mit neuen Nägeln. Ich zeige euch die mal. Ich wollte ja eigentlich schwarz machen, ne? Aber es ist einfach so eine richtig natürliche Farbe geworden. Wenn das mal fokussieren würde. Eine ganz natürliche Farbe geworden. So kennt man mich gar nicht. Nein, Spaß. Ja, ich hatte irgendwie Bock drauf. Und jetzt habe ich was bei Kebabland geholt. An alle Kölner. Kennt ihr Kebabland? Kebabland ist das Beste, was es gibt. Und mein Baby ist wieder da. Mein Baby.
Hast du deine Mama vermisst? Übrigens, das ist das Handtuch von ihm, weil ich ihn eben ein bisschen gebadet habe. Ich habe dich gebadet. Magst du die Kamera oder nicht? Du bist sowas von süß. Du bist aber sowas von süß. Hallo. Sag mal hallo. 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 Ja. Wie geht es euch, Freunde? Mir geht's nicht so gut. Aber ist okay. Ist vollkommen legitim. Ich hatte kurz einen Mental Breakdown. Aber ich habe den besten Freund an meiner Seite. Der... Den besten Freund für dich. Der mich immer aufbaut. Und mir Kraft gibt. Und ja... Fabio und so gehen gleich auf den Weihnachtsmarkt. Und warum erzählst du, was Fabio macht? Ja, weil mein Traum war es eigentlich auch auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, aber wenn wir das irgendwie vereinen können, dass Fußball gucken, dann ist alles okay. Ich hoffe immer, dass Barsch mit mir zum Weihnachtsmarkt kommt, weil das mein größter Wunsch heute. Bis gleich. So, ich habe mich gerade noch fertig gemacht, während Barsch mit Meidegassi ist. Ich habe mir einfach Blush und Bronzer drauf gemacht und mir Wimpern aufgeklebt. Also wie immer nur die hinteren. Und ja, sieht ein bisschen frischer aus. Outfit bleibt dasselbe. Wir gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Ich habe auch schon überredet bekommen. Und ja, ein bisschen ablenken. Ist nichts Schlimmes. Es ist einfach nur so ein paar Sachen, die gerade schief laufen und die mich halt beschäftigen und mit denen ich nicht so gut klarkomme. Aber passt schon. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den Weihnachtsmarkt. Bisschen abschalten und was essen. Leute, so schnell können die Pläne geändert werden. Milo hat irgendwie Blut am Popo. Wir wissen beide nicht, was es sein kann. Auf jeden Fall frisst er ganz normal und spielt ganz normal. Deswegen wird alles gut sein. Dennoch haben wir den Weihnachtsmarkt abgesagt. Um einfach ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen, du kleine Maus. Bist du bereit? Tut mir voll leid, weil der quietscht so, wenn man den am Popo anfasst und sowas. Deswegen keine Ahnung, was sein kann. Geh mal morgen zum Arzt. Willst du weiter spielen? Willst du weiter spielen? Komm, spiel weiter. Ja, du aggressiver Hund. Nein. Komm her! Fein. So, Barsch fährt mich gerade zum Weihnachtsmarkt, der kommt nicht mit. Ja, Milo geht's gut. Wir haben jemanden beaufsichtigt für ihn, damit er nicht alleine ist. Und ja, ich bleibe auch nicht lange weg. Ich möchte einfach nur kurzes Essen und ein bisschen Spaß haben. Denn ich hatte heute einen Mental Breakdown. Soll ich hier aussteigen? So, da sind die süßen Mäuse. Da sind die süßen Mäuse. Da sind die süßen Mäuse. Ich kotze. Leute, Fabio sagt immer, er hat ja so einen kleinen Sprachfehler. Ich hab gar keinen Sprachfehler. Und komischerweise, vor allem egal, was ich frage zu seinem Job, der weiß nie die Antwort. Meine komischerweise kann er auf der Arbeit perfekt Deutsch. Nur leider ist da niemand von uns dabei, der das bewerten kann. Wir haben einfach 21 Uhr und es hat alles fast zu hier. Ich komme da gerade nicht drauf klar. Einfach alles zu. Ja, ich glaube, das hat aber was mit dem Kölner Dom zu tun. Echt? Hui! Und Fabi sich auf Essen freut. So, wir sind auf dem Weg zurück, meine Hände sind eingefroren. Es ist so unglaublich kalt draußen. Auf jeden Fall komplett überfordert. We're going on a trip, guck mal, weißt du, was ich nicht verstehe, warum ich diese Falte habe? Was? Welcher ist jetzt der echte Fabio? Der im Spiegel? Ja, wow, der im Spiegel. So, Fabio hat hier gerade noch gechillt und wir haben ein bisschen gequatscht und sowas. Und die aktuelle Lage zu Milo ist halt immer noch gut. Also ihm geht es gut.
nehme ich mal an, er frisst immer noch ganz normal, er spielt immer noch ganz normal rum und freut sich und alles weitere. Aber ich weiß halt einfach nicht, was es ist und ich überlege die ganze Zeit, ob ich zu einer Tierarzt, also zu so einer Notklinik soll oder soll ich noch warten, weil er ist halt so unruhig die ganze Zeit, weil er sich die ganze Zeit am Popo leckt. Und ich hasse sowas einfach, aber ich weiß noch, als ich einmal bei einer Notklinik war und ich war so unzufrieden, das war einfach der Horror, wie die einfach waren und wie die einen behandelt haben, meiner Meinung nach. Und da ist es ja nochmal gefühlt 10-mal teurer. Also klar, wenn es um Milo geht, zahle ich alles, was ich habe. Aber das Ding ist, wenn er dann nicht mal gut behandelt wird und ihm einfach irgendwas gegeben wird, sehe ich das halt nicht ein. Ich versuche ihn die ganze Zeit abzuhalten, davon sich da zu lecken, weil ich weiß halt einfach nicht, was es ist. Barisch kommt jetzt auch gleich. Ich habe jetzt meinen Vlog geschnitten für morgen. Ich denke, ich werde den Zahnarzttermin absagen müssen, weil Milo halt einfach vorgeht. Und ja, das Problem ist halt, dass Milo einfach sehr anstrengend ist, was es angeht, weil man ihn nicht anfassen kann, ohne dass er rumquengelt und rumschreit und weint. Und so kann man halt nicht richtig sehen, was er hat. Und ich denke auch, dass er bei der Tierärztin überhaupt nicht ruhig sein wird. Deswegen, ich bin einfach total überfordert, aber ich werde auf jeden Fall zum Arzt gehen morgen. Ich habe schon eine Vermutung, was es ist. Ich habe nämlich ein bisschen rumgegoogelt. Kennt ihr es, wenn es eurem Hund einfach nicht gut geht und es euch gefühlt 7-mal schlechter geht, als es ihm wahrscheinlich geht? Ich denke, ich werde morgen nicht vloggen. Ich werde morgen ein vorgedrehtes Video hochladen. Aber dafür sind ja die Videos da. Für solche Tage, wo ich halt einfach nicht vloggen kann. Ich mache morgen früh noch die Verlosung ready. Dann melde ich mich nochmal bei euch und beende den Vlog. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Nacht. So Leute, in dem Video gibt es natürlich wieder was zu gewinnen. Diesmal etwas im Schminkbereich. Ich habe das Paket nämlich heute bekommen. Das ist ganz neu von NYX Professional Makeup. Das sind so Lippenstifte. Ich weiß aber nicht, was für Lippenstifte. Aber sind bestimmt cool. Dann einmal ein Metallic Liquid Liner. Ich glaube, das ist ganz neu alles. Dann NYX Professional Makeup. Das ist so ein Schwamm. So ein Schwamm halt für den Körper. Ganz schwer zu erklären. Dann noch eine Lidschattenpalette. Die ist super, super schön. Kann ich euch auch mal zeigen. So sieht die aus. Richtig schöne Töne. Perfekt für Silvester. Dann drei Lippenstifte. Das sind auch so Metallic-Töne. So, ich kann euch mal eins zeigen. Ein bisschen erkennt man das, dass die glitzern. Davon drei Stück. Und dann noch eine Urban Decay Palette. Party Over. Naja, Party Over, Party Favor. Das ist auch perfekt für Silvester. Ja, alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein Abonnent meines Kanals zu sein, dem wieder einen Daumen nach oben zu geben und ein liebes Kommentar mit dem Hashtag Xmas zu kommentieren. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Und ihr könnt übrigens an jeden Verlosungen mitmachen, teilnehmen. In jedem Video gibt es nämlich eine Verlosung, da könnt ihr überall mitmachen. Und ja. So Leute, das war's mit dem Video. Ich habe es gerade nochmal finalisiert. Wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Also das Video wird jetzt direkt hochgeladen. Das ist so der aktuelle Stand. Ich bin im Bett, weil ich habe keinen Bock auf Tageslicht. Auf jeden Fall wird noch jemand gegrüßt, bevor ich diesen Vlog hier beende. Falls euch interessiert, wir gehen gleich zum Tierarzt um 18 Uhr. Und falls ihr schon mal so Erfahrungen hattet, vielleicht hatte euer Hund das auch mal. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber jetzt kommen wir zu was Positivem. Und zwar grüße ich Lemonia Sesiu. Grüße an dich, Girl. Danke für deinen lieben Kommentar. Fühl dich auf jeden Fall gedrückt. Und ja, falls du auch gegrüßt werden möchtest im nächsten Video, alles, was du dafür tun musst, ist ein Abonnent meines Kanals zu sein, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, die Glocke zu aktivieren. Und wenn du das alles gemacht hast, kommentieren, dass du es gemacht hast, mit Hashtag Glocke aktiviert. Und schon hast du die Chance, im nächsten Vlog gegrüßt zu werden. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Beziehungsweise morgen seht ihr ein normales Video, deswegen bis übermorgen.